Willkommen bei ChatGPT. Erstmal ein herzliches Hallihallo, Hallöchen. Wenn euch meine Aufnahme gefällt, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar, aber macht es gleich ganz am Anfang. Dann habt ihr es los und ich freue mich natürlich. Wir schreiben heute mal eine kleine Geschichte. Word habe ich schon geöffnet. Mal gucken, was so rauskommt. Wo wollen wir denn eigentlich anfangen? Ich habe irgendwo ein Geschichtsbuch. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der Kampf gegen das... Was? Böse, okay. Mein Schwarzvater tot, okay. Meine Frau rot. Okay, was ist das hier? Bildung ist die beste, ist besser als gar keine Bildung, okay. Aufräumen ist... Was? Aufräumen ist kein Zuschauersport. Oh Gott, dann habe ich mir erstmal aufgeschrieben. Und vor allem, was ist das für eine Sauklaue? Ein Klassenzimmer, das sich von alleine in Größe der Schüler anpasst. Okay, ist perfekt. Evolutionslabor, wo die Experimente frei rumlaufen. Party in einer Tablettenbox, wo immer zwei gleich verträgliche Pillen feiern. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ich hab mir mal so ein Blödsinn alles aufgeschrieben. Das Wasser im Ozean malen. Okay, das Wasser im Ozean malen. Da hatte ich noch gute Zeiten. Also, gute Zeiten. Da hatte ich noch ruhige Zeiten mit viel Schlaf. Also, ich hatte noch kein Kind gehabt. Ich war noch nicht Vater. Jetzt habe ich keine ruhigen Zeiten mit wenig Schlaf. Jetzt bin ich Vater. Jetzt bin ich so einfallslos mit den Schlaftabletten. Und ich kann noch nie mal richtig schreiben, so blöd bin ich. Das Wasser im Ozean. Was habe ich da jetzt aufgeschrieben? Blau. Ausmalen. Nee, ich mache mal Punkt. Ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Eine kleine Geschichte über ChatGPT. Es ist unmöglich, das Wasser im Ozean blau auszumalen, da das Wasser aufgrund der Tiefe und des Lichts in vielen verschiedenen Blautönen schimmert. Oh Gottchen, ey. Von hellblau bis tiefblau, je nachdem, wo viel Licht und Sedimente im Wasser vorhanden sind. Das ist doch scheiße. So, das kopiere ich mir mal hier so ausschneiden. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Text to Command. Ich gucke jetzt mal bei Neuroflash vielleicht mal. Da. Neuroflash. Ich kann da das gleich mal gleichzeitig öffnen. Ja, eine Geschichte. Ja. Dann wollen wir mal Neuroflash. Artikel, Social Media, Vertrieb, Umschreiben, Kommunikation. Erstmal noch ja nicht von denen, weil ich muss erstmal hier gucken. Geschichte. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade einen Popper machen. Popper machen ist doch schön. Titelideen. Nee, keine Titelideen. Kapitelgliederung. Geschichte. Mal gucken. Was zeigt er mir als Geschichte für... Was macht er daraus? Jetzt bin ich mal gespannt, was macht er hier raus? Was macht hier? Ah ja, endlich mal. Das Wasser im Ozean ist blau, weil das Licht der Sonne reflektiert. Wasser ist ein sehr guter Reflektor von Licht, okay. Der Ozean ist ein faszinierender, aber auch geheimnisvoller Ort. Seine Tiefen Wasser sind einen lebhaften Blauton gefärbt. Okay. Man kann so getönt sagen. Oder angemalt, aber gefärbt. Ihr wisst schon, was ich meine. Total blöd. Gut, der sich zu verschiedenen Tageszeiten ändert, je nachdem, wie viel Sonnenlicht auf ihm fällt. Okay, es ist ein beruhigendes, faszinierendes... Hört sich aber schön an. Was gibt es denn hier für Möglichkeiten hier bei denen da? Mehr Exemplare? Was sagt er mir hier? Keywords,
Java macht er auch. War ich nicht gerade gesehen, Java? JavaScript. Okay. Translaten andere Sprachen, okay. Naja, bisher noch nicht, was ich will. Nö, also das ist, da ist nicht dabei, was ich brauche. Klassifikation. Ich mache mal Text to Command. Ich bin mal gespannt. Oh, ehrlich jetzt. Kannst du gleich aufhören mit dem Scheiß. So. Das ist totaler Blödsinn. Das will ich gar nicht. So. Da sagt er mir zum Beispiel ja nicht. Wenn ich jetzt hier das hier eingebe, nochmal Text to Command. Okay, dann muss ich das hier machen, weil da hat das nicht mit übernommen. Ich dachte, der übernimmt das gleich mit. Der bleibt immer beim gleichen Satz. Wenn ich jetzt hier das mache, so und wieder neu, es ist unmöglich, jetzt sagt er, es ist nicht möglich. Weiter. Es ist jedoch möglich, das Wasser im Ozean in einem Kunstwerk blau auszumalen. Okay. Dieses Programm meint es wirklich sehr, sehr ernst. Ich müsste mich mal direkt anmelden, weil... Bin ich da schon angemeldet? Oh, ich bin da schon angemeldet. Bei ChatGPT. Und mal gucken, wie das da so aussieht. So, ich versuche es mal auf andere Art und Weise. Ich schreibe jetzt mal Geschichte davor. Doppelpunkt. Mal gucken, was er daraus macht. Ob er erkennt, dass es eine Geschichte ist. Oder Geschichte werden soll. Ich habe gerade überlegt, wie das so, oh, wie das so funktionieren könnte, eventuell mal. Also er rüttelt noch, er arbeitet noch. Das hört sich ja schon mal super an, ja? Aber hier findet er nicht. Also irgendwie spinnt das Programm heute irgendwie ein bisschen. Ja, komm. Geschichte. Mal gucken, was macht er jetzt hier raus? Da rüttelt er auch noch. Natürlich wäre es schön, wenn das mal funktionieren würde. Okay, ich gehe jetzt mal hier raus und gucke mal bei den anderen Teilen nach hier. Exemplars. Ja. Ja, er arbeitet hier noch 52. Er hat hier noch ein Ding hochzuladen. Das ist natürlich immer mit der Internetverbindung doof. Aber irgendwann will ich ja damit mal fertig werden. Okay, dann bevor ich jetzt hier ewig wieder versuche, hier mache ich da gleich mal direkt so. Okay.
Jetzt reagiert er mal wieder nicht. Jetzt gehe ich direkt drauf. Mal gucken. Oder spinnt mein Internet? Nee, blinkt nicht. Normalerweise blinkt der Router hinter mir dann. Aber der ist eigentlich relativ neu, obwohl der auch schon gespannt hat. Der ist immer noch bei 52%, aber das war er doch gerade auch schon. Das ist ja merkwürdig. Der Router funktioniert. Im Hintergrund läuft nichts. Jetzt macht er wieder was, okay. Image erstellen, generieren einen Text, okay. Was gibt es hier für Sachen? Moderation. Da ich muss mich ja mit dem Programm, also ich freute mich ja mit dem Programm ja auch an. Okay. Kann ich jetzt einmal starten oder? Nö, ist bloß so, naja, so eine Art Teil hier. Dokumentation ging ja gar nicht. Dann war mal hier, generiert ein Image. Gut. Exemplare, was gibt's hier? Klassifikation. Gucken wir mal. Geschichte über das Wasser schreiben. Machen wir mal so. Als Idee, das Wasser ist eine. Okay. Wir lassen es jetzt einmal mal laufen und schauen mal, wie weit das Programm jetzt schreibt. Und dann gehen wir es einmal mal durch, wa? Im Laufe der Zeit wurde das Wasser, ja, weiter. Aber nicht nur des menschlichen Lebens und so weiter, auch anderen. Nicht wundern, ich bin ganz schön müde, ich muss ab und zu mal gähnen. Und ich möchte nicht, dass ihr mir unbedingt in den Mund schaut. Das wäre nicht gerade höflich bei mir, also. Also wenn man jetzt ein Thema übers Wasser schreibt, ist das doch perfekt. Also, das Wasser ist eines der ältesten Elemente auf der Erde und hat eine lange und bewegte Geschichte. Seit Anbeginn der Zeit hat es eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Menschheit gespielt. Okay. Schon mal jetzt wissen. Vor Millionen Jahren, als die Erde noch jung war, war das Wasser ein wesentlicher Bestandteil des Planeten. Es bedeckte große Teile der Erdoberfläche und war ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, ist es ja heute noch. Es war ein wesentlicher Bestandteil des Lebens auf der Erde und ermöglichte die Entwicklung der Pflanzen und Tiere. Im Laufe der Zeit wurde das Wasser zu einem der wichtigen Bestandteile des menschlichen Lebens. Es wiederholt sich gerne. Es wurde zum Trinken und Kochen und zur Reinigung verwendet. Es wurde auch als Transportmittel verwendet, um Menschen und Güter zu befördern. Siehe Ägypten mit den Pyramiden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Wasser auch zu einem der wichtigen Bestandteile der Kultur. Okay, es wurde in religiösen Ritualen verwendet und spielte eine wichtige Rolle in der Kunst und Literatur. Es wurde auch als Symbol für Wohlstand und Fruchtbarkeit verwendet. Naja, wenn es unten trocken ist, tut es weh. Da braucht man ein bisschen Feuchtigkeit, wa? Also habe ich jetzt nicht laut gesagt. Heute ist das Wasser immer noch ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Wie weit macht er jetzt?
Da macht er hier so einen richtigen Text. So, am liebsten würde ich das Wasser grün ausmalen. Okay, weiter. Was macht er jetzt daraus? Okay, da macht er jetzt nicht mehr draus. Wenn ich jetzt aber hier rausgehe, was macht er jetzt hier raus? Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Okay. Und da ist Cut. Also, er hat so einen richtig schönen Text formuliert. Liebe LehrerInnen. So. Damit auch kein Geschlecht ausgeschlossen wird. Auch die Nichtgeschlechter, die sich kein Geschlecht zur Verfügung stellen wollen, werden auch damit angesprochen. Wenn ihr SchülerInnen habt, dann könnt ihr die, dann müsst ihr mal aufpassen und auch mal bei ChatGPT mal nachschauen mit der richtigen Frage, ob ihr den Text nicht vielleicht bei ChatGPT findet oder ob das eine Eigenkreation war. Weil das Programm wird jetzt wirklich sehr viel in Anspruch nehmen. So. Ja. Dann schreibe ich mal auf. So. Meine Atemnot war so stark, dass ich ins Krankenhaus musste. Da wurde mir gesagt, ich habe eine Lungenentzündung. Das ist nervig. Und jetzt gucke ich mal, macht er mir da eine Geschichte daraus? Gut, nehme ich jetzt weg, schneide ich aus, Text to Command. So, mal gucken. Es sollte eigentlich. Der spricht mich direkt auf du an, obwohl er eigentlich daraus eine Geschichte machen sollte. Der sollte eigentlich daraus eine Geschichte machen. So, Klassifikation? Nee. Jetzt gucke ich mal, was macht er hier raus. Das passt absolut nicht. Das passt mir nicht. Gottchen, wie nennt man denn das? History. Wenn ich jetzt oben ja nicht angebe, fängt das schon wieder so an. Das ist natürlich doof. Wie geht es jetzt weiter? So.
Ich wollte eigentlich, dass er mir jetzt die Geschichte draus macht, aber irgendwie will er das nicht. Weiß ich auch nicht warum. Ach, das ist die Schriftart, okay. Dann macht jetzt trotzdem weiter, weiter, weiter. Ich muss echt rausfinden, wie macht man hier. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Das ist wirklich etwas doof. Exemplare, ja, ich muss jetzt mal hier raus. Ach, da ist wieder so eine Art Antwort- und Fragesystem, wa? Ich muss mal gucken, ich will mal gucken. Okay, das ist auch wiederum doof. Weil ich wollte mir eigentlich mal so eine Geschichte über ChatGPT machen, aber wenn der mir diese Sachen jetzt so zur Schau stellt, bringt das alles nichts. Das ist totaler Schwachsinn. Also muss ich rausfinden, wie funktioniert das jetzt? Ich kann ja mal gucken. Geschichte in Chat. Schreiben, ne? Ich habe ChatGPT mein Buch nachschreiben lassen. Okay, GameStar und bin. Naja. Klar, könnte ich jetzt mal andere fragen, aber ich sollte mir mal so ein Tutorial anschauen, ChatGPT. Wie macht man das? Wie geht man jetzt da drauf? Es wäre doch mal eine Idee, dass wir einmal mal eine Geschichte schreiben, wie die Funktionen von ChatGPT sind, weil ich glaube, die könnten mir in der Zukunft ganz schön weiterhelfen. Eventuell vielleicht mal sehen, mal schauen. Ich weiß es ja nicht. Na, ich ja sowieso nicht der englischen Sprache Freund bin, auch anderen Sprachen nicht. Mir reicht eine Sprache, muss mir schon genug Mist im Kopf merken. Und dann nicht das, was die anderen noch sagen, das will ich gar nicht erst verstehen. Dann ist das natürlich eben etwas doof, wa? Na, wisst ihr was, ich schaue mir gleich mal so ein Tutorial an und gucke einfach mal, was mich jetzt, wie das so funktioniert und bleibt einfach mal auf ChatGPT drauf. Aber ich muss erstmal noch ein paar Bewerbungen abschicken. Und die Zeit ruft ja schon, ich habe schon da oben auf die Uhr geguckt. Und ich werde jetzt nochmal bei Bewerbungen an die Personalvermittler rausjagen. Und dann werde ich dann mal gucken, dass ich mir noch ein Tutorial antue zum Abschluss des Abends. Danke, ich hatte mal früher schlafen und nicht so wie gestern. Ich sehe jetzt schon die Augenringe hier, ich sehe ja total krank und tot aus, weil ich nur am Machen und Tun bin. Okay, erstmal danke fürs Zuschauen.